believers just watch. Late night, I go. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time, meinem Re-Let's Play. Wir sind im Waldtempel angelangt. Wir haben im letzten Part die letzten beiden Irrlichtschwestern getötet und haben dafür gesorgt, dass der Fahrstuhl wieder funktioniert. Ne, die vier Fackeln oben leuchten jetzt, der Fahrstuhl fährt auch wieder nach oben, kommt automatisch wieder nach unten. Jetzt sind wir noch in diesem letzten Vorraum, bevor es dann zum Endboss geht. Ich weiß gar nicht, ob wir den Endboss in diesem Part schaffen. Ich halte mich einfach mal ran. Vielleicht schaffen wir das ja. Jetzt müssen wir erstmal diese Dinger hier verschieben, ihr seht das. Ah. So, und dann drehen sich die Löcher. Und wenn sich die Löcher drehen, dann erscheinen immer wieder neue Räume. Da hätten jetzt zum Beispiel nicht, aber hier. Und das müssen wir jetzt halt, wie gesagt, einmal komplett rummachen. Hier ist noch eine Skulptur drin, die hole ich mir gleich. Ein Schlüssel oder nur ein Rubin? Nein, ein Pfeil. Okay, du hast einen neuen Pfeil erhalten. So, hier oben ist noch eine Skulptur. Die werden wir einmal bitte umbringen, s'il vous plaît. So, eine goldene Skulptur erhalten. Und jetzt drehen wir den Raum weiter. Das war's nämlich, oder? Da ist ein Loch, da geht's nicht durch. Hier geht's auch nicht durch, alles klar. Oder? Geht's da wirklich nicht durch? Nein, da geht's wirklich nicht durch. Also, drehen wir einmal weiter. So, zack. Jetzt öffnen sich neue Wege. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee, finde ich. Für den Waldtempel. So, der Raum ist zu. Der ist auch leider zu, da kommen wir leider immer noch nicht rein. Also müssen wir den Raum wohl noch ein paar Mal öfter drehen. Dass sich die Räume dann öffnen. So. Einmal weiter, aber jetzt müssen sich, glaube ich, wieder Räume geben. Da leider nicht. Aber hier, genau. Hier ist nämlich ein Schalter. Jetzt muss ich gerade mal gucken, welcher Raum sich öffnet. Der rote. Waren wir nicht gerade bei einem roten Raum? Wir schieben das Ding nochmal zurück. Wir schieben das Ding ja nochmal zurück, dann hat sich, glaube ich, das linke Ding geöffnet. War das so? Ja, richtig. Super. Also, wenn wir jetzt uns so schnell ranhalten, ich glaube, den Endboss, den schaffen wir noch. Der Endboss geht nicht so lange. Der kann auch Spaß machen. Auch wenn es blöd klingt, der Endboss, der kann auch Spaß machen. So, jetzt müssen wir aber, wie gesagt, noch zweimal weiterdrehen. Wir haben ja jetzt zurückgedreht einmal, jetzt müssen wir zweimal weiterdrehen. Weil ich weiß nicht, ob in den anderen Räumen auch noch was Wichtiges drin ist. So ein Zelda-Freak bin ich nicht, dass ich mir das hier alles merken kann. Da ist nichts. Da waren wir gerade drin, ne? Ist das richtig? Ja, waren wir gerade drin. Dann drehen wir nochmal weiter. Bis wir einmal komplett rum sind. Und wieder die Tür mit dem Endboss haben. Ich hoffe, die Tür zum Endboss hat sich schon geöffnet. So, da hinten ist noch ein blauer Schalter. Ah, okay, der öffnet jetzt wahrscheinlich die Tür. Und dann haben wir's. Da sind wir auch schon einmal rum. Gut, das geht aber schnell. Ich dachte, da gibt es mehrere Räume. So. Letzter Schalter aktiviert und ja. Dieser öffnet. War hier noch eine Skulptur? Nein. Dieser öffnet also nun das Tor zum Endboss. Es geht los. Der erste Endboss in Zelda Ocarina of Time mit unserem erwachsenen Link vom Waldtempel. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Und dann geht's jetzt los. Der erste Endboss. Oje. Einer sehr dunklen Atmosphäre und wir kommen auch nicht mehr zurück. Wir können auch nicht mehr raus. Wir müssen jetzt den Endboss machen. Ja, aber was soll das? Hier ist doch gar kein Endboss. Toll, hier sind nur Gemälde. Fünfmal dasselbe Gemälde. Und dafür vergebe ich meine Zeit, ja? Dafür gebe ich meine private Zeit her. Sag mal, dann hat das Spiel uns verarscht. Naja, dann gehen wir wieder. Komm, gehen wir wie... Was ist das denn? Ich wollte jetzt eigentlich gehen. Und der Endboss scheint da zu sein. Da ist er. Oh nein, du schon wieder, Ganondorf. Aber dich hatten wir doch erst. Sein Lachen hat er nicht verloren. Ey, warum setzt du jetzt eine Maske auf? So hässlich bist du gar nicht. Obwohl doch, eigentlich schon. Und zwar ist das nämlich das reitende Unheil Phantom Ganon. Also es ist gar nicht der echte, es ist nur sein Phantom, wie das schon sagt. Der echte wartet nämlich ganz zum Schluss noch im Schloss auf uns. So, und zwar müssen wir jetzt schauen, aus welchem Bild er rauskommt. Er kommt nämlich insgesamt zweimal. Eines ist die Fälschung, das andere ist das Original. So, da ist er rausgekommen, jetzt müssen wir ihn treffen. Das Original haben wir jetzt also erwischt. Und irgendwann nach einer Zeit wird er vom Pferd gehen und wird so gegen uns kämpfen. Jetzt müssen wir wieder schauen, aus welchen zwei Bilderrahmen er rauskommen wird. Da ist einer und da ist einer. Da kommt er raus.
Das ist der echte. Das wird uns von Navi auch nochmal so gesagt. Wir gucken mal. Phantom-Gunner. Attackiere ihn, wenn er aus dem Bild reitet. Achte auf sein Trugbild. So. Ich glaube, ein letztes Mal noch müssen wir ihn treffen. Das ist eigentlich richtig spaßig. Also der Endboss, der kann auch richtig Spaß machen. So, wo kommt er her? Da kommt er nicht her. Da kommt er einmal her. Und wo kommt er denn noch her? Dann einmal von der anderen Seite quasi. Von da. Da. So, getroffen. Und jetzt ist er, glaube ich, ja, von seinem Pferd. Und jetzt ist auch einer... neue Beschreibung da. Phantom-Gunner greift dich an, das Reiten Unheil des Waldtempels. Ziele mit Pfeilen auf ihn, wenn er aus dem Bild herauskommt. Schlage seine magischen Feuerbälle mit dem Schwert zurück und attackiere ihn, wenn er am Boden liegt. Oh, hier spielen wir auch noch Tennis. Na komm. Ich bin der ehemalige Trainer gewesen von Boris Becker. Zack. Sieht man auch. Boris Becker hat von mir gelernt. Und du lernst jetzt von mir. Pass auf. Zack. Oh, getroffen. Sehr schön. Und zack, ein bisschen treffen. So, oh nein, geht leider nur einmal. Ich dachte, das geht mehrmals. Oh nein, das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt habe ich mich verdrückt. Ich wollte eigentlich zum Schwert greifen. So, ah, du musst ein bisschen weiter weggehen, Junge. Das macht doch gar keinen Spaß. Komm, geh weiter weg. So, Junge, so sieht das aus. Zack. Jetzt kann ich ihn öfters treffen. Ah, ich hätte ihn jetzt öfters treffen können. So, jetzt ist er ein bisschen weiter weggegangen. Junge, du musst auch zurückschlagen. Was ist das denn, ey? 40-0? Gibt's doch gar nicht. So, ich gehe jetzt ein bisschen weiter weg. Jetzt, komm, lass uns ein bisschen spielen. Ich schlag auch mal ein paar Bälle zurück. Das ist ja sonst langweilig. So, jetzt, glaube ich. Jetzt ist er auch ein bisschen weiter weggegangen. Jetzt müssen wir ein bisschen hin und her spielen. Ja, jetzt ist es so. Jetzt spielen wir ein bisschen hin und her. Aber irgendwann wird er seine Deckung aufgeben und wird, Alter, nachlässig sein. Zack. Aber jetzt nicht. So, zack. Zack. Und nochmal. Nochmal. Und nochmal. Komm. Schade, ey. Jetzt haben wir schon so oft auf ihn eingeschlagen. Ich dachte, er würde jetzt getötet werden sein. Tun. Nein, leider noch nicht. So, zack. Einmal den Ball zurück. Zack. Ein spannendes Match hier im Waldtempel. Außerkauftes Haus. Die Meute tobt. Das Ass und zack. Das Ende für Phantom-Gunner. Den ersten Endboss haben wir geschafft. Den ersten Tempel haben wir geschafft. Klasse, super. Tja. Phantom-Gunner, hat leider nicht geklappt. Du hast dich tapfer geschlagen. Es scheint, dass du viel gelernt hast. Jedoch, was ist jedoch? Du hast nur mein Phantom besiegt. Trittst du meinem wahren Ich gegenüber, wirst du vernichtet. Okay, ich freue mich drauf. Schießen! Ich werde die reitende Kreatur nun in den Hades verbannen, denn sie hat ihren Schöpfer enttäuscht. Ja, mit anderen Worten, wir werden ihn nie wiedersehen. Und auch als erwachsener Link kriegen wir immer einen ganzen Herzcontainer, wenn wir einen Boss besiegt haben. Aber anders als wir ein Kind waren, gelangen wir jetzt nochmal in die Halle der Weisen, weil wir haben jetzt die Weise vom Waldtempel Salia befreit. Und jetzt werden wir sie wiedersehen. Nach so langer Zeit. Mal gucken, ob sie uns noch erkennt. Also Mido hat es ja nicht. Der hat uns nur am Lied erkannt oder wegen dem Lied weitergelassen. Ey, du bist weiter, du bist im Rekord. Du hast Salias Lied gespielt, bist im Rekord. So, wieder zurück in der Halle der Weisen, wo wir ja schon Rauru getroffen haben. Hier treffen wir jetzt die erste Weise wieder. Nämlich Salia, die gleich rausgefahren kommt. Aus der Plattform. Da, wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie! Die Frau mit den grünen Haaren, grüne Kleider. Danke. Dank deiner Hilfe wurde ich in den Kreis der Weisen aufgenommen. Ja, kein Problem. Nun bin ich die Weise des Waldtempels. Ich habe stets gewusst, dass du zu höherem berufen bist. Ja, gerade du, weißt du? Ich hege große Gefühle für dich. Ich habe aber schon eine Freundin. Doch es ist die Bestimmung, dass wir verschiedene Wege gehen. Du und ich, wir können nicht in derselben Welt leben. Das ist aber schade. Ich werde dich als Weise des Waldes stets unterstützen. Nimm dieses Amulett an dich. Oh, ich dachte, da kommt mehr Gelabere. Aber okay. Als Kokiri wächst man nämlich nicht. Als Kokiri bleibt man immer klein. Das hat, glaube ich, der Dekobaum uns auch schon gesagt. Wo wir auch gleich hin teleportiert werden. Aber erstmal kriegen wir unser zweites Amulett aus unserem ersten Tempel. Also das Amulett des Lichts haben wir von Rauru schon gekriegt am Anfang. Da mussten wir in keinen Tempel rein. Das Amulett des Waldes. Salia gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt dir ihre Kraft. Sehr schön.
Ich werde immer deine Freundin sein. Aber leider habe ich schon eine andere. Ich habe so viele Frauen hier im Spiel. Ich habe so viele Bitches. Geht gar nicht anders. Ich bin ein richtiger Gigolo. Der Dekobaum. Der weise alte Dekobaum, der leider schon verstorben ist. Was sagst du denn? Da wächst ein Spross? Hallo? Was ist das für ein Ding? Geh nicht so nah. Ich würde nicht so nah rangehen. Nein, nein, nein. Oh! Erschrickt mich doch nicht so. Ja. Herzinfarkt hoch 10, ey. So, wer bist du denn? Du kleiner Stümp. Sei gegrüßt. Ich bin der Spross des Dekobaumes. Weil du und Sala den Fluch vom Waldtempel genommen haben, kann ich wachsen und sprießen. Na, eigentlich hab ich ja das befreit. Hab Dank. Also, ich meine, Salia hat ja nichts gemacht. Ich hab sie ja befreit. Hast du deine alten Freunde wiedergesehen? Wahrscheinlich wird dich von ihnen niemand mehr wiedererkennen. Das liegt daran, dass Kokiri niemals altern. Die vergangenen Jahre gingen an ihnen spurlos vorüber. Da habt ihr das also nochmal bestätigt. Die Kokiris wachsen. Nicht die Einwohner von Kokiri. Sicher fragst du dich, warum du gealtert bist. Nun, du hast es sicher schon geahnt. Du bist kein Kokiri. Du bist ein Hylianer. Ich bin froh, dir dieses Geheimnis endlich offenbart zu haben. Was? Oh nein, großer Schock. Ich dachte, ich bin ein Kokiri. Was, ich bin ein Hylianer? Das heißt, ich bin bestimmt noch gar kein Deutscher. Ich bin bestimmt irgendwie ein Ausländer oder so. Vor langer Zeit fand in Hyrule ein Krieg statt, der nahezu eine halbe Dekade andauerte. Ich glaube, ein halbes Jahr heißt das, oder? Halbe Dekade? Ich weiß nicht, was eine Dekade ist. Um diesem Krieg zu entkommen, gab eine junge hylianische Mutter ihr Baby in die Obhut des Waldes. Ach, ich? Das ist ja süß, jetzt wird meine Geschichte nochmal erzählt. Als sich das Leben der Mutter dem Ende zuneigte, vertraute sie es dem Dekobaum an. Der Dekobaum ahnte bereits, dass es sich bei dem Baby um ein Kind des Schicksals handelte. Was, der Dekobaum wusste das schon als Baby? Wie erkennt man das denn? Die Kokiri zogen das Kind auf und es lebte dort bis zu jenem Tag, da sich die Prophezeiung erfüllte. Also quasi an dem Tag, wo wir das Spiel begonnen haben, wo wir aus dem Bett auferstanden sind. Ja, schöne Rückblende. Das ist also nun die Geschichte von uns. Du bist Hylianer. Es war immer deine Bestimmung, den Wald zu verlassen. Ach, als ob das so selbstverständlich wäre. Dein Schicksal, nun, es hat sich endlich erfüllt. Du weißt, was du zu tun hast. Du musst Hyrule vor dem Untergang bewahren. So sei es, Stefan. Befreie die Tempel von ihren Flüchen und sorge für Frieden in Hyrule. Jawohl, also der Dekuspross hat uns also nun wieder das erzählt, was wir schon, ja, vor vielen Parts eigentlich schon erfahren haben. Also wir waren von Anfang an Hylianer, ne? Unsere Mutter, als Krieg herrschte in Hyrule, hat uns also dem Dekobaum anvertraut. Dann ist unsere Mutter leider verstorben. Und der Dekobaum hat uns aufgezogen. Und deswegen konnten wir auch älter werden. Deswegen sind wir auch erwachsener geworden. Weil wir sind ja kein Kokiri, wir sind ja Hylianer, haben wir ja gerade erfahren. Warum und weshalb. Deswegen war es also immer meine Bestimmung, den Wald zu verlassen. Und deswegen gehen wir jetzt einfach zum nächsten Tempel. Würde ich sagen. Oder wir gehen schon mal in Richtung. Wir gehen schon mal nach Gronia, weil jetzt nämlich müssen wir zum Feuertempel. Und da wir uns ja schon eine Abkürzung gemacht haben, vor 3-4 Parts oder so ungefähr, als wir den Waldtempel begonnen haben, ist das also nun gar kein Problem mehr. So, einmal hier. Und zwar müssen wir hier lang, war das richtig? Nein. Da sitzt auch ein Typ vor so einem Holzstamm, habt ihr das gesehen? Und das Horror-Kit, was in Majora's Mask eine andere Wichtigkeit haben wird. Oder hat, natürlich, ne? So, dann einfach wieder hier rein. Und dann haben wir es schon. Da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne wieder eine positive Bewertung da oder ein Abo. Favorisiert das Video, teilt das Video, wo auch immer es geht. Ich würde mich sehr freuen über Bewertungen. Weil ich finde, ich gehe mit sehr viel Leidenschaft an dieses Projekt dran und Leidenschaft sollte belohnt werden. Und zwar, ach nee, hier müssen wir noch gar nicht hin. Naja, ich zeige euch im nächsten Part, was wir hier alles machen müssen und dann geht's weiter. Also, haut da rein, bis zum nächsten Part und ciao!